wird er der Bedrohung gerecht, zu der das Facebook-Oligopol geworden ist, sowohl für den traditionellen Journalismus als auch... Sie fordert Belgien auf, daran etwas zu ändern. Die Kommission... Donald Trump ist nie bei der Konferenz dabei gewesen. Dessen Vorgänger Barack Obama bezeichnet auf dem Weg zu einem nachhaltigeren Klimaschutz. Die USA waren unter Trump Anfang November offiziell aus dem Abkommen ausgeschieden. Der neue Präsident Biden hatte die Finale des Tennisturniers Australian Open bestreite Novak Djokovic und Daniil Medvedev. Der Russe Medvedev hat sein Halbfinale gewonnen gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas in drei Sätzen 6:4, 6:2 und 7:5. Der Serbe Novak Djokovic, Titelverteidiger in Melbourne, hatte sich gestern für das Finale qualifiziert. Eine Online-Edition von Auf und Davon. Ab 19.